Moinsen Leute, in diesem Video habe ich vor, die Corona-Verbreitung mittels Unity euch zu zeigen. Vorab gesagt, natürlich wird in der Simulation nicht deutlich, wie viele erkranken werden, aber ich denke, man wird gut erkennen können, was einzelne Maßnahmen wie Quarantäne wirklich bringen. Dann lasst uns mal starten. Zuerst habe ich mir überlegt, welche Szenarien möchte ich überhaupt darstellen. Ich kam dann auf 4 Szenarien. Die erste nenne ich weiß, sehr kreativ, keine Veränderung. Also der ganz normale Alltag, wo der Coronavirus niemanden einschränkt und sozusagen nicht beachtet wird. Dann haben wir noch ein Szenario, wo die erkrankten Menschen unter Quarantäne gesetzt werden und somit isoliert werden. Da werde ich vor allem mit Wahrscheinlichkeiten rechnen, da nicht jeder Mensch, der erkrankt ist, unter Quarantäne steht. Es liegt daran, dass die Symptome vom Coronavirus entweder zu schwach ausgeprägt sind oder die Person sich einfach nicht sozusagen geoutet haben und dadurch auch potenziell mehr anstecken. Das dritte Szenario ist die soziale Distanz, also die Menschen bleiben in kleineren Gruppen und gehen nicht so oft raus, was natürlich die Ansteckungsgefahr senkt, aber wie viel, das werden wir noch herausfinden. Im letzten Szenario kombinieren wir dann Szenario Quarantäne mit Szenario soziale Distanz und schauen, was sich ändert. Wie ihr ja schon im Hintergrund gesehen habt, habe ich schon eine Art Raum für unsere Menschen kreiert. Ich ändere aber nochmal die Höhe der Border auf 50. Ja, so finde ich es angenehmer. Als nächstes müssen wir noch irgendwie die Menschen spawnen. Und dazu muss man ein bisschen programmieren. Dazu erstelle ich ein Skript namens Spawner und programmiere da mal los. Jetzt testen wir, ob es klappt. Dazu erstelle ich einen Spawner, gebe dem das Skript und gebe die Werte ein. Also wir haben einen Menschentyp, wenn man es so sagen kann. Daher wähle ich die 1 aus. Da muss man ein Objekt auswählen, aber zuerst speichere ich mein Objekt als ein Prefab. Also das sorgt dafür, dass ich unendlich darauf zugreifen kann. Okay, der ist als Zylinder gespeichert. Was habe ich denn da gemacht? Naja, egal, ich ändere es mal. Ja gut, lad halt noch länger. Oh, geht doch. Dann fügen wir es jetzt mal hinzu. Wählen die Anzahl. Ja, 20 passt und testen. Und wie man sieht, es funktioniert nicht. Okay, lass mich mal überlegen, was der Fehler sein könnte. Ich glaube, ich weiß es. Ich habe den Menschen keinen Rigid Body gegeben. Ich mach das mal und dann schauen wir weiter. Und nice, das klappt. Da haben wir jetzt unseren Spawner. Der nächste Schritt ist es, dass sich die Menschen bewegen. Dieser Schritt ist deutlich komplizierter. Ich werde sowas von Fehler machen. Dann noch das Ganze korrigieren, aufzunehmen. Darauf habe ich nicht wirklich Bock. Ich glaube, es geht schneller. Wow, guck mal, die bewegen sich schon. Und ich habe auch schon die Kollision implementiert. Also wenn sich jetzt irgendeine Kugel mit einer anderen Kugel berührt, dann wird sie rot. Und das testen wir, indem ich jetzt einfach mal A drücke. Ja, scheint alles zu funktionieren. Das war's auch schon mit dem ersten Part. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Es würde mich sehr motivieren, das durchzuziehen, weil ich ziemlich faul bin. Natürlich nicht vergessen zu abonnieren, zu liken, und es wäre cool, wenn ihr es teilen würdet.